Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches, Drucksache 19/6283, wird aufgerufen zusammen mit Top 68, dem Antrag der Fraktion der FDP betreffend Fachkräftegewinnung für Kindertagesstätten hat höchste Priorität, Drucksache 19/6288, zur Einbringung des Gesetzentwurfs spricht nun Kollege Rock von der FDP-Fraktion. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben bereits gestern sehr intensiv über das Thema frühkindliche Bildung diskutiert und haben dort über zwei Gesetzentwürfe gesprochen, einen Gesetzentwurf von Schwarz-Grün und einen Gesetzentwurf der SPD. In unserem Gesetzentwurf finden Sie einiges wieder von dem, was wir bereits in anderen Gesetzentwürfen diskutiert haben. Ich möchte trotzdem noch einmal unseren Antrieb darstellen, warum wir das Thema frühkindliche Bildung so wichtig und für ein so wichtiges politisches Feld halten. Die Aufnahmefähigkeit von Kindern ist von 0 bis 6 Jahren am höchsten. Die Bereitschaft, Wissen zu erlernen, Fähigkeiten, Kompetenzen zu erwerben, ist im Vergleich zu späteren Zeiten überwältigend. Die Fähigkeit, Sprache zu erlernen, die Anreize, die Kinder neugierig machen, die Kinder Möglichkeiten eröffnen, die sind in dieser Zeit am stärksten. Und darum glaube ich schon, dass unsere Kinder verdient haben, in dieser Zeit, in der sie in Einrichtungen der Kommunen und der freien Träger und der Träger sind, entsprechend gefördert zu werden. Und Sie müssen sich das vorstellen. 93% der Kinder in Hessen sind in Kitas. Davon sind über 60% in diesen Einrichtungen über 7 Stunden, also einen Arbeitstag. Über die Hälfte dieser Kinder, die über 7 Stunden in diesen Einrichtungen sind, sind sogar über 9 Stunden in diesen Einrichtungen. Und damit hat sich einfach die Herausforderung dieser Kitas, dieser Einrichtungen verändert. Und ich war in über 50 Kitas in unserem Land, und man sieht, sie sind unterschiedlich aufgestellt. Sie haben unterschiedliche Herausforderungen, und darum ist es auch nicht möglich, ein Gesetz zu machen, dass allen Kitas gleichmäßig Vorschriften machen kann, was sie tun sollen. Aber wir können Mindeststandards definieren. Wir können Ressourcen zur Verfügung stellen, um die Chancen unserer Kinder zu verbessern. Und da gibt es 5 Kriterien für Qualität. Das ist die Fachkraft-Kind-Relation, also hört sich technisch an. Es geht einfach darum, wie groß ist die Gruppe oder wie viele Erzieher sind in einer Gruppe. Also wie viel Zeit hat eine Erzieherin, ein Erzieher, sich mit einem Kind zu beschäftigen? Welche Möglichkeit hat sie, eine Beziehung zu einem Kind aufzubauen, sich um deren Stärken und Schwächen zu kümmern, Anreize zu setzen? Das ist eigentlich der zentrale Bestandteil von Qualität, ist, wie viel Zeit hat ein Erzieher, eine Erzieherin, sich um ein Kind zu kümmern? Dann ist die Frage von pädagogischen Konzepten. Also, wie können Konzepte entwickelt für die spezielle Einrichtung erarbeitet werden? Dazu braucht man Zeit. Dazu muss eine Leitung freigestellt werden. Man braucht Vorbereitungszeit. Dann die Frage der Aktivitäten. Gibt es Förderung im Bewegungsbereich? Gibt es musische Förderung? Finden Ausflüge statt? Gibt es regelmäßige Besuche in der Natur, im Wald? Welche Aktivitäten reizen die Kinder an, um Erfahrungen zu sammeln? Und natürlich, mit welchen Materialien arbeiten Sie? Haben Sie Bücher? Haben Sie entsprechende Möglichkeiten, MINT-Themen zu fördern? Was für Materialien stehen zur Verfügung? Diese 5 Qualitätskriterien werden gemessen. Und genau mit den Themen beschäftigt sich unser Gesetzentwurf. Genau diese Bereiche arbeitet er auf und will er stärken. Genau in die Themen wollen wir investieren. Und was wollen wir investieren? Wir wollen über 700 Millionen € investieren bis Ende 2024. Und wollen 7.000 Erzieherinnen und Erzieher mehr in die Einrichtungen bekommen. Das ist eine Riesenherausforderung, aber sie ist auch dem Thema angemessen. Es geht nicht um mehr oder weniger als die Zukunft unserer Kinder und damit auch um die Zukunft von uns allen.
Und man könnte noch viel mehr tun. Wenn ich Geld hätte und müsste nicht aufs Geld schauen, dann könnte man noch jede Kita zu einem Familienzentrum weiterentwickeln. Man könnte bauliche Mindestvorschriften erlassen. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben viele Kitas, die sind einmal als Halbtags-Kita geplant worden. Und dann hat man gesagt, wir haben mehr Bedarf. Und dann wurden sogar Räume noch weggenommen, und dann wurden noch Gruppen in diese Kitas integriert, was man vielleicht bei Schulen heute gar nicht zulassen würde. Also gibt es unglaublich viel Bedarf, den wir noch hätten. In Kitas, dass dort frisch gekocht würde. Dass diese Kitas, die Grundschulen, die Kitas sind die einzigen Orte, in denen die Gesellschaft noch zusammen ist, wo sie die Kommune noch zusammen haben, wo sie noch miteinander interagieren, egal, undifferenziert nach Leistungsfähigkeit. Dort haben sie noch ihre Kommune zusammen. Da könnte ganz viel mehr noch passieren. Da ist der Fantasie, sind da auch keine Grenzen gesetzt. Wir haben deshalb uns aber erst einmal auf diese Kernthemen, mit den Kernthemen beschäftigt und wollen dort erst einmal unsere Ressourcen einsetzen. Und ich akzeptiere ja, dass die Koalition und die SPD darüber hinaus noch andere Dinge im Blick hat. Die SPD hat sehr auch die Finanzierung der Kommunen im Blick und deren Belastbarkeit finanzielle. Ich sage, ich nehme nur die Qualität in den Blick. Ich nehme nur die Qualität in den Blick und wünsche mir, dass die Kommune diesen Weg mitgeht, auch die Qualität im Blick hat, weil der Investitionsbedarf ist so groß, dass wir alle gemeinsam unsere Ressourcen dort investieren müssen und nicht, dass bezahl du oder bezahl du Diskussionen führen müssen, sondern wir alle müssen dieses Zukunftsthema investieren. Und das Geld ist das eine Thema, über das man immer streiten kann. Aber das andere Thema ist die Frage, wo sollen denn die ganzen guten Erzieherinnen und Erzieher herkommen, die diese Arbeit leisten sollen? Und da müssen wir uns mehr anstrengen. Da müssen wir uns überlegen, was können wir noch tun, um das voranzutreiben. Die Familienministerkonferenz hat im Mai 2017 dazu schon Beschlüsse gefasst. Das kann man mal sich anschauen, was davon umgesetzt ist, was wirkt. Aber wir fordern einen runden Tisch für das Thema. Wir fordern, dass man sich noch einmal genau Gedanken macht, was kann man tun. Es gibt aus unserer Sicht ein wichtiges Thema, das ist die Frage, in der Ausbildung schon eine Vergütung zu zahlen, um den Zugang zu diesem Beruf zu erweitern. Weil 5 Jahre ohne Bezahlung eine Ausbildung zu machen, das kann nicht jeder. Darum eine Vergütung in dem Wettbewerb um gute Kräfte ist zwingend notwendig aus unserer Sicht. Da müssen wir Lösungen finden. Wir haben eine große Menge von Menschen, die dann die Ausbildung abgeschlossen haben, aber nicht im Beruf arbeiten. Also müssen wir überlegen, wie können die früh mit der Praxis in Bezug gebracht werden? Wie können wir auch Menschen, die dort gearbeitet haben, in Familienpausen gegangen sind, wieder dazu gewinnen, dass sie zurückkommen? Auch das sind viel zu wenige, die das tun. Und ich glaube auch, dass ein Teil der Anerkennung natürlich ist, welche Arbeitsbedingungen haben Erzieher und Erzieherinnen. Die Arbeitsbedingungen, das ist wieder der Kernansatz in dem Gesetz, wenn die Qualität besser ist, wenn die Erzieher mehr Zeit haben für das, was sie gerne machen, nämlich die Arbeit mit den Kindern, dann ist der Beruf auch attraktiver. Und darum ist das auch ein Teil des Pakets, wie können wir mehr Menschen gewinnen, dort mitzuarbeiten. Und jetzt meine Redezeit leider am Ende angekommen. Ich kann nur Sie alle bitten, nehmen Sie dieses Thema in den Fokus. Es ist das Zukunftsthema in unserem Land. Und wir haben Vorschläge gemacht, die wir für gut halten und hoffen, dass Sie am Ende der Anhörung dem auch zustimmen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Bevor ich dem Kollegen Merz das Redewort gebe, möchte ich ganz herzlich auf der Zuschauertribüne Herrn Wolfgang Lohmann begrüßen. Er ist Inspekteur der Bereitschaftspolizeien der Länder. Seien Sie herzlich willkommen im Hessischen Landtag. Nun hat das Wort Kollege Merz von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege. Meine Damen und Herren, es ist gut, dass zwischen den Fraktionen dieses Hauses, zwischen den einen mehr und den anderen weniger, das Thema der Verbesserung der Qualität in unseren Kinderbetreuungseinrichtungen zum Gegenstand eines edlen Wettbewerbs geworden ist. Wir haben dieses zu einem der Schwerpunkte unseres Gesetzentwurfs gemacht. Darauf hat der Kollege Rock eben hingewiesen. Und, lieber René Rock, der andere oder einer von den anderen Schwerpunkten, der in unserem Gesetz eine Rolle spielt, hat nun exakt damit etwas zu tun. Denn die Frage der Finanzausstattung der Kommunen
ist die Conditio sine qua non für eine Verbesserung dessen, was via Personaleinsatz, Verbesserung des Personaleinsatzes die Voraussetzung für die Verbesserung der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen ist. Ohne eine solide Finanzierung, darauf weise ich seit Jahren hin, ohne eine solide Finanzierung im Bereich der Betriebskosten wird es keine Verbesserung weder bei der Quantität noch bei der Qualität der frühkindlichen Bildung in Hessen geben. Deswegen sind das keine zwei verschiedenen Dinge, sondern Dinge, die untrennbar zusammengehören. Deswegen sind sie in unserem Gesetzentwurf auch gleich prominent ausgebildet. Aber ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie eben in Ihrem Beitrag die verschiedenen Dimensionen von Qualität angerissen haben. Dazu käme also Frage Beziehungsarbeit, Frage Förderung der Sprachkenntnisse, musisch kreative Bildung, vieles andere mehr und auch die unterschiedlichen pädagogischen Ausprägungen von Montessori bis Waldkindergarten und wieder zurück. Da gibt es sehr vieles, was uns lieb und auch teuer sein sollte. Und wir sollten diese Vielfalt auch erhalten. Das ist ohne jede Frage richtig. Ich will das Thema deswegen ansprechen, weil der Minister gestern von dem Dualismus von Prozessqualität und Strukturqualität gesprochen hat. Ich konnte darauf nicht mehr antworten. Herr Minister, ich habe das gelesen, was Frau Becker-Stoll geschrieben hat. Aber Sie werden auch gehört haben, was Frau Bock-Famula dazu gesagt hat, die auch sehr viel in der Anhörung über die Prozessqualität gesprochen hat. Und beide, wenn ich Ihnen das noch einmal vor die Haustür legen darf, beide haben betont, wie auch gar nicht anders sein kann, dass das, was wir als Strukturqualität beschreiben und was im Wesentlichen auch die Frage des Personaleinsatzes ist, die Voraussetzung für Prozessqualität ist. Ohne vernünftige Personalausstattung kann ich Beziehungsarbeit beispielsweise bei den unter Dreijährigen nicht so machen, wie es gewünscht und notwendig wäre. Von daher war das der Versuch eines Ablenkungsmanövers, Herr Minister. Ich bin ganz dankbar, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, darauf noch einmal zu antworten. Der Gesetzentwurf der FDP ist in vielem da, wo es um Qualität geht und wo es um die Frage der Verbesserung des Personaleinsatzes in unseren Einrichtungen geht, ist in weiten Teilen im Ergebnis im Grunde deckungsgleich mit dem, was wir haben wollen. Er erreicht das Ziel nur auf verschiedenen Wegen. Wir haben angesetzt im Wesentlichen bei einer Erhöhung der Ausfallzeiten, bei einem 20-prozentigen Zuschlag in Bezug auf die mittelbaren pädagogischen Zeiten und bei einer fünfstündigen Leitungsfreistellung pro Gruppe. Sie gehen von einer Erhöhung des Schlüssels, des Grundschlüssels aus, den wir unberührt gelassen haben, und Sie machen einen 10-prozentigen Zuschlag für die mittelbaren pädagogischen Zeiten, und Sie machen eine mindestens halbe Stelle bis maximal eine Stelle für die Leitungsfreistellung. Wenn man das durchrechnet, an meinem Beispiel viergruppige Einrichtung Ü3, kommt man fast zum gleichen Ergebnis. Ich komme für eine Einrichtung nach unserem Vorschlag auf 10,3 Stellen für diese Einrichtung, und bei Ihnen ist es nicht sehr viel anders. Ich glaube, dann kommt man dann bei 10 an, wenn ich es auf die Schnelle richtig gerechnet habe. Das heißt, wir unterscheiden uns sozusagen hier nur im Weg. Man kann das so machen. Wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir den Grundschlüssel erhalten bleiben. Wir haben uns dann an dem orientiert, was in der Fachdiskussion im Vordergrund stand. Das waren die drei Punkte, die wir behandelt haben. Wie gesagt, man kann zum selben Ergebnis auch auf diesem Weg kommen. Was Sie allerdings natürlich beibehalten, und da unterscheiden wir uns, Sie gehen nach wie vor, jedenfalls im Prinzip, mit einer Ausnahme, da komme ich gleich, Sie gehen nach wie vor nach dem KIföG-Prinzip vor, zumindest was die Anwendung des Fachkraftschlüssels angeht, und rechnen sozusagen diese personellen Verbesserungen, jedenfalls bei der Grundausstattung, in die Faktoren nach dem Fachkraftschlüssel um. Das wird durchbrochen bei der Frage der mittelbaren pädagogischen Zeit, und es wird durchbrochen, wie eigentlich auch nicht anders sein kann, bei der Frage der Leitungsfreistellung. Und da will ich jetzt einfach einmal fragen. Sie sagen in Nummer 2, Buchstabe BB, es soll die mittelbare pädagogische Zeit mit einem 10-prozentigen Aufschlag bis 2023 berücksichtigt werden. Nun werde ich bei bis und bei bis zu nach der gestrigen Debatte extrem nervös. Also ich wüsste gern,
was das bedeutet. Bis 2023 gibt es da Stufen dazwischen, oder heißt das, 2023 tritt die 10-prozentige Erhöhung in Kraft? Ich wüsste zweitens gerne, was in Buchstabe B ebenfalls bei Nummer 2 heißt, bis zur Höhe, dass die Kosten für die Freistellung von Fachkräften bis zur Höhe der tariflichen Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Fachkraft erstattet werden. Was bis zu in diesem Kontext heißt. Ich wüsste gerne, und das, weil das ein Abweichen ist von dem sonstigen Finanzierungsmechanismus. Sie lassen ja den Finanzierungsmechanismus über die Pauschalen pro besetzten Platz unberührt, mit Ausnahme der jetzt vorgesehenen Zuschläge für die mittelbaren pädagogischen Zeiten und für die Leitungsfreistellung. Heißt das, was hier steht, dass diese Mittel spitz abgerechnet werden mit den Trägern, oder wie ist das Verfahren hier zu verstehen? Ansonsten sind hier auch weiter viele, natürlich, das haben wir ja auch schon erörtert miteinander, der fundamentale Unterschied ist, dass wir von dem KiföG-System der platzbezogenen Pauschalen dass wir das auflösen wollen und zurückkehren wollen, sowohl zu einer gruppenbezogenen Berechnung des Personalbedarfs als auch zu einer ganz anderen Mechanik der Finanzierung. Ich will noch einen letzten Satz sagen. Es wird vielleicht Gelegenheit geben, das in der zweiten Lesung noch einmal zu erörtern. Ich teile alle Ihre Hinweise in Bezug auf den Fachkräftemangel. Es war gestern keine Gelegenheit, auf die Frage noch einmal einzugehen. Ich glaube nach wie vor, auch weil die Anhörung damit ja sehr intensiv umgegangen ist, die Anhörung am 8. März, ohne eine fundamentale Verbesserung der Arbeits- und Einkommensbedingungen, das ist mein letzter Satz, Frau Präsidentin, ohne eine fundamentale Verbesserung der Arbeits- und Einkommensbedingungen für die Erzieherinnen und Erzieher werden alle Anstrengungen, alle anderen Anstrengungen, von denen Sie auch richtigerweise gesprochen haben, zu kurz greifen, leerlaufen. Das ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Danke, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, wenn das Reden über Kitas, Ihr alltägliches Leben und Ihre Probleme hier im Landtag dazu führen würden, dass wir mehr Erzieherinnen hätten, dann hätten wir das Erzieherinnenproblem in der Zwischenzeit gelöst, so oft wir hier darüber reden. Hilfreich wäre tatsächlich, wir kämen in ein gutes Handeln im Interesse aller Betroffenen. Davon sind wir aber leider entfernt, sehr weit entfernt. Der FDP-Entwurf geht da einen Schritt in die richtige Richtung, greift aber aus unserer Sicht an vielen Stellen deutlich zu kurz. Da ist beispielsweise, was sicherlich niemanden im Haus verwundert, dass Sie bei der Förderung pro Kind geblieben sind. Das ist zum Teil Ihr Baby gewesen. Warum sollten Sie sich jetzt davon verabschieden? Sie wollen den Fachkraftfaktor ab 2024 erhöhen. Dass man eine Übergangszeit braucht, leuchtet ein. Warum gerade 24? Erschließt sich nicht. Ist da wieder irgendein Wahltermin? Das ist nicht so ganz klar, warum genau dahin. Nachvollziehbar ist der prozentual höhere Fachkraftschlüssel für die über Dreijährigen. Schließlich steht Hessen hier ziemlich am Ende des Rankings, kurz vor dem Saarland und den östlichen Bundesländern. Das kann man wirklich mal langsam aber sicher verändern. Die Berücksichtigung der mittelbaren pädagogischen Arbeit ist ebenfalls sinnvoll, keine Frage. Und Sie geben ja selber zu, dass 10% zu wenig sind. Die Liga der freien Wohlfahrtspflege fordert 20% und andere sogar noch mehr. Leitungsfreistellung ist unbedingt notwendig. In einem Teil der Kitas werden Fachkräfte für Leitungsaufgaben freigestellt, aber nur dann, wenn die Kommunen sich das leisten, weil sie höhere Zuschüsse zahlen. Und geht auf Kosten meistens der Gesamtbelegschaft. Das ist leider so. Heute eine Kita zu leiten, heißt aber in der Praxis, Personalverantwortung zu übernehmen, Personalauswahl zu organisieren, ständig Personal zu suchen, Konzepte weiterzuentwickeln, bürokratische Hürden des KiföG nehmen, Herausforderungen von Integration, Inklusion, Elternarbeit, sozialräumlicher Arbeit und vielem anderen mehr nachzukommen. Das ist tatsächlich das, was hinter Leitungsarbeit steckt, die einfach viel zu wenig gewürdigt wird und für die viel zu wenig Zeit da ist.
Nicht umsonst hat die Evaluation erbracht, dass das Gesetz nach den Jugendämtern die höchste Ablehnungsquote bei den Kita-Leitungen erfährt. Wen wundert es, wenn man sich das alles vor Augen führt? 2015 waren es 2/3 der Leitungen. Sie wollen klare Vorgaben an die Träger bezüglich des Umfangs der mittelbaren pädagogischen Arbeit sowie Leitungsaufgaben haben, sodass sie eine anteilige Freistellung nicht jedes Mal selber durchfechten müssen. Eine halbe Stelle für 3 Gruppen wäre allerdings nur ein Schritt, ein kleiner. Pro Gruppe 10 Stunden, das ist dann schon noch einmal ein Stück mehr, entsprechenden Anforderungen, die mit Leitung einer Bildungseinrichtung verbunden sind. Ich verstehe überhaupt nicht in Richtung Schwarz-Grün, warum Sie das in der Schule klar geregelt haben, wie Leitungsaufgaben zu verteilen sind und wie viel Freistellung es dafür gibt und warum Sie es im frühkindlichen Bildungsbereich partout nicht einführen wollen. Das kann man nicht so richtig nachvollziehen. Richtig ist auch die Forderung, dass die höhere Qualität vom Land finanziert werden muss. In welcher Form das bei der FDP passieren soll, überlassen Sie der Landesregierung. Na ja, da hat man dann schon wieder seine Bedenken mit der Erfahrung, die man hier so sammelt. Die Einführung des höheren Mittelwerts ist eine Forderung, die aus der ersten Anhörung des Gesetzes unter Evaluation stammt. Leider bleiben Sie hier bei den viel zu geringen Pauschalen stehen. Die Kommunen werden durch die hohen Kosten einer ständig ausgebauten Kindertagesbetreuung erdrückt. Die haben ja in der Vergangenheit da unglaublich viel geleistet, und das ist häufig der größte Batzen im Haushalt der Städte und Gemeinden vor Ort. Die Erhöhung der Qualitätspauschale erfolgt einen Tick schneller als bei Schwarz-Grün. Mehr Qualität ist dabei aber auch weiterhin fraglich. Sie ermöglichen den Einrichtungen nur den Ausgleich zu organisieren, wenn Fachkräfte eine Fortbildung besuchen. Ob ein qualifiziertes Schulvorbereitungsjahr mit 500 € zusätzlich pro Kind zu organisieren, ist, halte ich für fraglich. Das ist ein Anfang, aber ich vermute, das reicht nicht aus. Und ein guter Übergang von Kita zur Schule ist das Anliegen, das wir in jedem Fall teilen und das auch total wichtig ist, weil das muss einfach gelingen. Ob der Betreuungs- und Bildungsbericht der Landesregierung neue Erkenntnisse bringt, bezweifle ich zumindest einmal im Hinblick auf diese Landesregierung. Unter Berichten versteht sie nur, Maßnahmen aufzuzählen und sich anschließend selbst zu loben. Zumindest müsste der Bericht im Landtag diskutiert werden, sonst geht es ihm genau wie dem Sozialbericht. Viel Papier, spannende Sachen, hier keines Wortes wert. Und das ist einfach nicht zielführend. Da muss man die Regierung wirklich verpflichten an der Stelle. Alles in allem bleiben Sie leider bei dem untauglichen KiföG-Konzept stecken. Allerdings sind einige Verbesserungen bei der Leitungsfreistellung und der mittelbaren pädagogischen Arbeit aufgegriffen worden. Wenn die Regierung das vorgeschlagen hätte, wäre ich schon ganz schön erfreut gewesen. Da wir vor einer Wahl stehen und Sie in den Regierungsstartlöchern sitzen, bin ich sehr gespannt darauf, was in der nächsten Legislaturperiode dann tatsächlich mit solch guten Ideen passiert und ob die dann zur Realität werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Als nächster Redner spricht nun Kollege Bocklet von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich finde es sehr erfreulich, dass die FDP ihren Gesetzentwurf in den Ring geworfen hat und wir jetzt schriftlich schwarz auf weiß haben, was Ihre nächsten Schritte sind. Herr Rock, ich sage auch Ihnen, wenige dieser Punkte sind inhaltlich von den Zielen her strittig. Ich fange mit dem besonders Positiven an. Auch Sie haben, ähnlich wie wir das jetzt für diesen Doppelhaushalt tun, die Qualitätspauschale wollen Sie verdreifachen, von 100 auf 300 €. Das tun wir jetzt von CDU und Grünen. Ich freue mich, dass Sie an unserer Seite für diese Sache kämpfen. Ich sage auch noch einmal explizit, warum. Ich glaube, dass die Qualitätspauschale tatsächlich ein Instrument ist, ein kreatives, innovatives Instrument werden kann, wenn die Kita-Leitungen selbst darüber bestimmen können, für welches dieser Situationen sie es jetzt anwenden, ob sie ländlich, städtisch, ob sie sozialer Brennpunkt oder Mittelstandskinder, ob sie viele Sprachen brauchen, Material oder eben Fachkräftesicherung, weil sie häufig oder schwer in bestimmten Regionen keine Vertretung finden. Deswegen ist das ein guter Vorschlag, der auf unsere Zustimmung trifft. Ich glaube, dass Sie neu in Ihrem Gesetz haben Sie den Fachkräfteschlüssel, den Sie ändern wollen.
Das finde ich eine Frage, die genauso seriös zu diskutieren muss wie die Vorschläge, auch die Gruppen zu verkleinern. Auch das ist ja eine Diskussion aus der KiföG-Evaluation. Das sind ja etwa 10 Punkte in dieser Liste, in diesem Wunschzettel, kleinere Gruppen oder aber anderen Fachkräfteschlüssel oder aber mittelbare pädagogische Arbeit. Da gehen Sie mit der SPD, die greifen das auf, was SPD auffordert, oder Sie bestätigen, dass Sie da auch Handlungsbedarf sehen, diesen Handlungsbedarf darüber, dass es sich wünschenswert wäre, dass auch das Land sich daran beteiligt, an der kommunalen Aufgabe, dass diese mittelbare pädagogische Aufgabe von den Kommunen auskömmlich finanziert wird. Wenn das nicht so ist, ist es natürlich auch ein wünschenswerter Anspruch an das Land, zu sagen, na ja, könnt ihr ja auch noch mitfinanzieren, genauso wie bei dem dritten Punkt, die Leitungsaufgaben. Auch das ist eine kommunale Aufgabe. Auch viele Kommunen finanzieren das auch sehr auskömmlich, dass die Kitas jeweils auch auskömmliche Leitungsfreistellungen haben. Ist die Frage, wie stark muss sich das Land daran beteiligen? Ich weiß nur die eine geschätzte Berechnung, Grobberechnung, dass die mittelbare pädagogische Arbeit etwa 230 Millionen € nach dem SPD-Vorschlag kostet. Das muss man dann abwägen, wenn Sie wissen, dass die Verdreifachung der Qualitätspauschale jetzt schon alleine 50 Millionen € kostet. Ich schätze Sie als ein seriöser Finanzpolitiker. Und ich glaube, dass wir da noch einmal in uns gehen müssen, was tatsächlich auch eine seriöse Schwerpunktsetzung ist. Wenn die Position gilt, im Himmel ist Jahrmarkt, es ist uns eh wurscht, was es kostet, wir sind eh weit über 1 Milliarde, dann können wir das auch noch mit reinschieben. Aber da verorte ich Sie eigentlich nicht. Viertens haben Sie gesagt, dass, viertens ist die Frage der Qualifizierung. Das ist neu bei Ihnen. Sie gehen noch einmal ganz gezielt auf die Frage der qualifizierten Schulvorbereitung in Ihrem Gesetzentwurf. Ich finde das eine spannende Frage, weil es gab vor 5 Jahren, das glaube ich, ist schon länger her, ich glaube schon fast 10 Jahre müsste es her sein, bei der Frage, gibt es eine Kinderschule, Sie erinnern sich dunkel, dass eine Position der Bundes-FDP mindestens war, dass man sich wünscht, das letzte Kindergartenjahr so eine Kinderschule umzufunktionieren. Ich glaube, Sie haben da einen Prozess mitgemacht, dass Sie auch da einen Abstand von genommen haben und gesagt haben, aber Sie wollen wenigstens eine gezielte, qualifizierte Schulvorbereitung. Dazu gab es Modellprojekte, die durchaus auch in vielerlei positive Ergebnisse gezeigt haben. Wir treffen da auf eine Einigkeit, ich glaube tatsächlich, dass man beispielsweise auf deutlich verbindlichere Tandems, also mit der Frage Kooperation von Kindergarten und Grundschule, noch deutlich intensiver zusammenarbeiten muss, dass man auch tatsächlich noch darüber nachdenken, stärker nachdenken muss, wie Kinder tatsächlich in der Schulvorbereitung gestärkt werden müssen. Ich glaube, wir müssten, ich würde mir wünschen, dass Sie da noch einmal ein bisschen detaillierter werden, was Sie sich vorstellen, genau, wie es genau sein soll. Das waren ja mehrere Modellstandorte, 30 damals, an dem das getestet worden ist. Ich würde mir da noch gerne wünschen, dass Sie etwas präziser werden, wo Sie eigentlich Sachen wünschen, weil im Bildungserziehungsplan steht auch da ja schon einiges drin. Wo wir nicht mit konform gehen, ist, wenn Sie sagen, also deswegen bin ich etwas kritisch oder habe Sorge, dass Sie sagen, wir wollen da auch Lehrkräfte in die Einrichtungen der Kindergärten einsetzen. Das höre ich so ein bisschen die Kinderschule tapsen. Aber wenn Sie nur meinen, es soll eigentlich ein Austausch stattfinden, schon früher sollen die Kitas in die Schulen und die Grundschullehrer sollen sich schon in den Kitas vorstellen. Man kooperiert schon früher, damit die Übergänge auch etwas fließender werden, damit der Start in das Schulleben sozusagen kein Absturz wird, kein Abriss, sondern ein fließender Übergang, dann ist das durchaus eine bedenkenswerte Idee. Sie sehen, wir sind an einigen Ideen durchaus gar nicht ablehnend, stehen wir gar nicht ablehnend gegenüber. Das ist in dem Wettstreit der Ideen und in dem Wettstreit darüber, wie wir frühkindliche Bildung auch in der Qualität weiterentwickeln, sind wir in vielen Punkten nicht weit auseinander, übrigens auch nicht wie in vielen Punkten, die die SPD vorgeschlagen hat. Es wird nur, nachdem dieser Doppelhaushalt über 400 Millionen € Mehrausgaben vorsieht und dazu faktisch eine Verdoppelung der Mittel bedeutet, sehe ich für dieses 2018 keinerlei neue finanzpolitische Schwerpunktsetzung, ergo auch diese Wunschliste, die Sie und die SPD aufstellen. Das ist eine finanzpolitische Frage, und die wird natürlich, das habe ich auch schon gesagt, am Ende des Tages auch neu zu diskutieren sein, wenn das Recht auf Grundschulkinderbetreuung kommt von Bundesebene. Da werden wir mal über die Zahlen reden, die auf das Land Hessen zukommen. Dann werden wir abgleichen, was wir da schon tun, was wir noch tun müssen. Wir werden über die Qualität reden, über Leitungsfreistellung, kleinere Gruppen. Das Ganze wird neu zu diskutieren sein und wird neue Schwerpunktsetzungen zu machen sein. Es wird aber immer nur so gehen, man kann den Euro halt nur ausgeben, den man hat. Insofern sehe ich Ihren Gesetzentwurf als einen guten Beitrag.
Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Ruck zu. Ich bin gleich durch den Gedanken. Ich habe noch eine Minute. Insofern sehe ich Ihrem Gesetzentwurf für die Lesungen durchaus mit großer Spannung und Interesse entgegen. Gestatten Sie mir noch einen Satz zu Ihrem Antrag Fachkräftegewinnung. Auch hier haben Sie in 1, 2, 3, 6, 7 Vorschläge. Auch hier sind viele Ideen gut. Und ich füge hinzu, vieles wird aber auch schon gemacht. Auch da würde ich mir mal in der Fachausdiskussion, wir haben eine Fachstelle Fachkräftegewinnung, wir haben Modellprojekte gehabt, wie duale Ausbildung stattfinden kann, Vergütung stattfinden kann, vieles andere mehr. Auch da ist auch hier ein Wettstreit, weil Sie es in einem entscheidenden Punkt selbst feststellen, es gibt keine einfachen Lösungssetzungen, sagen Sie in Punkt 3 Ihres Antrags. Das genau ist das Problem. Wir können niemanden mit vorgehaltener Pistole zwingen, diese Ausbildung zu machen, weil das Problem mangelnder Ausbildungsstellen ist es nicht, sondern eine höhere Bereitschaft, bessere Vergütung in der Arbeit, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Ausbildungsvergütung. Wir brauchen bessere Qualität in den Kindergärten und auch ein besseres Image. An vielem, vielem wird gearbeitet, seit Jahren, auch schon in den Vorgängerregierungen. Aber trotzdem, es ist ein Thema, das weiter auf der Agenda bleibt, wo ich auch sehe, dass wir zur FDP keine großen Distanzen haben. Wir müssen es in Ruhe diskutieren, in Ruhe abstimmen. Und damit komme ich zum Ende. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Es war eine Punktlandung. Als nächste Rednerin spricht Frau Kollegin Ravensburg von der Fraktion der CDU. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, ich habe mich schon gefreut, Herr Rock, dass Sie heute Stellung genommen haben zu mehr Qualität in den Kindertagesstätten. Da sind wir auf jeden Fall auf Ihrer Seite. Was ich nur nicht so ganz verstanden habe, ist die Vorgehensweise der FDP, die heute jetzt den dritten Gesetzentwurf zur Kindertagesstätten und sogar hinterher noch einen Antrag einbringt. Ich vermisse da so ein wenig so ein schlüssiges Konzept oder eine Vision für die nächsten 10 Jahre, denn Ihr Gesetzentwurf ist ja einer, der eigentlich richtungsweisend für die nächsten 10 Jahre sein sollte. Wir stimmen Ihnen zu. Sie bekennen sich zum Bildungs- und den Erziehungsplan. Das finden wir sehr positiv. Sie haben ja auch gemeinsam mit uns die Qualitätspauschale beschlossen. Und in Ihrem Antrag erhöhen Sie die jetzt von 100 auf 300 €. Das finden wir gut. Aber da hätten Sie auch unserem Gesetzentwurf gleich zustimmen können. Und das erhoffen wir uns natürlich auch in der Abstimmung, weil das ja nichts anderes ist, als wir auch schon vorgeschlagen haben. Dann schlagen Sie aber Erhöhung der Schlüssel vor, also Personalerhöhung. Das ist durchaus legitim. Aber dann sagen Sie auch gleich, das ist eigentlich jetzt gar nicht umsetzbar. Das verwundert mich jetzt dann schon. Sie beschließen Änderungen, und da müssen Sie das auch sagen. Das haben Sie in Ihrer Rede leider nicht erwähnt, dass diese erst in 5 Jahren eingeführt werden sollen. Denn so steht es auch schwarz und weiß in Ihrem Gesetzentwurf. Denn Sie schränken ja ein, die Fachkräfte sind knapp, und Ihre Vorstellungen können zurzeit nicht umgesetzt werden. Dann haben Sie den Fachkraftantrag hinterhergeschoben. Das ist ja auch richtig und sinnvoll. Wenn diese Erkenntnis eben da ist, müssen wir bei den Fachkräften etwas tun. Da haben Sie einen eben erwähnt, wir brauchen 7.000 Erzieher mehr. Da möchte ich nur einmal sagen, dass wir ja in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen haben, von der fast Verdoppelung der Ausbildungsplätze für die Erzieher, Einführung von Ausbildung in Teilzeitmodellvorhaben, duale Ausbildung. Der Kollege Bocklet hat noch weitere Beispiele genannt. Also, wir sind sehr offen für gute Vorschläge, wie wir die Verbesserung der Fachkräfte und die Anwerbung der Erzieher und Erzieherinnen in Hessen noch verbessern können. Da sind wir durchaus zu Gesprächen offen. Wo ich allerdings eine Einschränkung machen muss, das ist das, was Sie vorgeschlagen haben in Ihrem letzten Punkt. Denn wir sind immer für gute Vorschläge, aber wir können keinen Eingriff in die Tarifautonomie machen.
Da sollten wir uns raushalten. Das ist schon immer unsere Auffassung, und das gilt eben auch hier. Was mich aber so ein bisschen wundert bei Ihrer Initiative, ich hatte gesagt, der greift erst in 5 Jahren, dass Sie heute schon wissen, wie in 5 Jahren die Bedarfslage aussieht. Also, wir haben so den Eindruck, dass die Änderungen in der Kindertagesstättenlandschaft doch sehr schnell und zügig vorgehen, und dann muss man auch relativ schnell reagieren. Und deshalb haben wir so ein bisschen Zweifel, dass wir jetzt schon darüber entscheiden können. Wir wollen die Bedingungen für die Eltern jetzt verbessern und nicht erst in 5 Jahren. Sie haben die qualifizierte Schulvorbereitung erwähnt. Ja, das ist ein Projekt mit guten Ideen gewesen. Da stimme ich mit Ihnen überein. Wo ich nicht mit übereinstimme, ist die Einführung einer verpflichtenden Kinderschule. Da sind wir dagegen. Aber die guten Ideen, die sollte man durchaus bei einer Weiterentwicklung des Bildungs- und Erziehungsplans mit aufnehmen. Da brauchen wir eigentlich keine weitere Vereinbarung. Dann haben Sie das Thema Kinder mit Behinderungen aufgenommen. Da habe ich mich auch wieder ein bisschen verwundert, denn es gibt ja schließlich eine Vereinbarung zwischen Spitzenverbänden und freien Wohlfahrtspflege. Und da sind die 2 Kinder ja schon verankert, die Sie vorschlagen. Und im Gegenteil, wir haben ja dort extra noch diese kleinere Gruppe mit 5 Kindern mit Behinderungen, 10 Kinder dazu, also so kleinere Gruppen zu bilden. Das würde Ihr Gesetz ja verhindern. Das enttäuscht mich so ein bisschen mehr. Was mich aber auch wundert, ist, die FDP, die Freie Partei, schlägt eine zentrale Landesjugendhilfeplanung vor. Wir sind der Meinung, die Kommunen vor Ort sind erstens verantwortlich, zweitens wissen sie sehr viel besser als das Land, wie die Bedingungen und die Bedarfe vor Ort sind. Und deshalb sollte die Aufgabe auch bei den Kommunen und den Trägern bleiben. Aber das Land sollte genau dort einsetzen, wo es diese Erträger und die Kommunen unterstützen kann, sie fördern kann, und da sind wir dann wieder bei Ihnen. Und da geht es unter anderem natürlich auch um die Umsetzung des Ausbaus der Kindertagesstätten. 86 Millionen aus dem Bundesprogramm stehen bereit, 6 Millionen sind erst abgerufen. Das heißt, an Fördermitteln scheitert es nicht. Woran es aber scheitert, und das hätten Sie vielleicht auch erwähnen sollen, ist natürlich, wie schwierig es gerade in den Großstädten ist, geeignete Grundstücke zu finden, Kindertagesstätten auszubauen und neue zu schaffen, angesichts der schwierigen Bedingungen, die wir dort in den Großstädten haben, angesichts der Zahlen von Kindern, die auch immer wieder noch weiter zuziehen. Und wir freuen uns ja auch, dass die Kinderzahlen in Hessen steigen. Eins möchte ich aber Sie noch bitten. Sie sollten den Eltern in Hessen auch reinen Wein einschenken. Sie machen jetzt ein Gesetz für 10 Jahre, und da sehe ich keinerlei Möglichkeiten für Eltern zur Entlastung. Und deshalb müssen Sie auch den Eltern sagen, dass mit Ihnen eine Freistellung der Kindertagesstättengebühren nicht vorgesehen ist. Und das brauchen Sie auch nicht, weil das werden wir morgen beschließen hier in diesem Landtag gemeinsam mit unseren Kollegen von den Grünen. Ich freue mich darüber, dass wir morgen die Eltern ab 1.8. von den Gebühren freistellen werden, denn die Kommunen haben bereits signalisiert, dass sie bereit sind, die Satzungen zu ändern und anzupassen. Und wir werden die Qualitätspauschale einführen, stufenweise auf 300 € erhöhen. Und deshalb erlauben Sie noch einen abschließenden Satz. Alles das kann nur funktionieren mit engagierten Fachkräften in den Kindertagesstätten und in der Tagespflege. Und deshalb darf ich zum Abschluss meiner Rede mal allen Danke sagen, die aufgrund dieser schwierigen Bedingungen jeden Tag eine tolle Arbeit in unseren Kindertagesstätten in Hessen leisten. Von meiner Fraktion vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Jetzt hat auch die FDP innerhalb kurzer Zeit einen Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches vorgelegt, mit einer Reihe von Änderungsvorschlägen, die überaus plakative, aber eben für die aktuelle Kita-Praxis eben wirkungslose Regelungen vorsieht und daher eher den Eindruck eines Schnellschusses vermittelt. Das will ich Ihnen an ein paar Beispielen deutlich machen. Erster Punkt, das ist die avisierte Erhöhung der Fachkraftfaktoren ab dem Jahr 2024. Sie haben diese Regelung weit in die Zukunft geschoben. Sie schreiben in Ihrem Gesetzentwurf auch, es gibt derzeit einen Fachkraftmangel, deswegen müssen wir es später machen. Das zeigt zumindest ein bisschen Augenmaß. Andererseits erstaunt es mich schon sehr, dass die FDP weiß, welche Fachkraftrelation im Jahre 2024 die richtige und die notwendige ist und die bis zum Jahre 2028 fortschreibt, also von heute an 10 Jahren. Und das ist meines Erachtens keine zukunftsfähige Regelung, die an dieser Stelle da ist. Zudem haben die Ergebnisse der Evaluation des Hessischen Kinderförderungsgesetzes gezeigt, dass die tatsächliche Personalausstattung in der überwiegenden Mehrzahl der hessischen Tageseinrichtungen oberhalb des Mindeststandards liegt. Und somit läuft Ihre plakative Ankündigung für 2024 bereits heute ins Leere. Das Zweite ist, und das ist auch wenig überzeugend, die Einführung eines zusätzlichen Zeitkontingents von 10% für die mittelbaren pädagogischen Aufgaben bis 2023. Das bis zu habe ich ja gestern schon erklärt. Das ist ein guter Regelungstatbestand. Wenn man es vernünftig macht, in diesem Gesetz ist dieses als erster Schritt bezeichnet. Langfristig seien 15% erstrebenswert. Näheres lässt aber der Gesetzentwurf dazu vollkommen offen. Es findet sich kein Wort darüber, wie diese Zeiten ab 2024 bis zum 31.12.2028 bei der Berechnung des personellen Mindestbedarfs in den Kindertagesstätten gehandhabt werden sollen. Außerdem verpufft die beabsichtigte Verbesserung des Mindestpersonalbedarfs bei der Mehrzahl der Kindertagesstätteneinrichtungen völlig wirkungslos. Sie birgt eher die Gefahr einer Verschlechterung. Die Evolution im Hessischen Kinderförderungsgesetz hat gezeigt, dass die überwiegende Zahl der Einrichtungsträger Stand 2016, also vor 2 Jahren, nach Angaben der Kindertagesstättenträger zwischen 15 und 16% bereits die Freistellung vornehmen. Ihr Vorschlag einer gesetzlichen Regelung könnte also in der Praxis tatsächlich Reduzierungen bewirken, weil es dann eine gesetzliche Regelung ist gegenüber dem jetzigen Zeitraum. Insofern, nein, da müssen Sie nicht den Kopf schütteln, das ist vollkommen falsch, was Sie an dieser Stelle schreiben. Leider haben Sie es nicht durchdacht. Die Notwendigkeit einer landesgesetzlichen Regelung auch zur Wahrnehmung von Leitungstätigkeiten ergibt sich ebenfalls nicht zwingend aus den Evaluationsergebnissen zum Hessischen KiföG. Bereits jetzt haben 80% der Träger trägerspezifische Regelungen zu Zeitkontingenten für Leitungsaufgaben. 94% der fünfgruppigen Kindertagesstätten stellen ihre Leitungen zu 95% frei, nur um ein Beispiel zu nennen. Mit einer gesetzlichen Regelung, wie es die SPD vorschlägt, könnte es eher zu Verschlechterungen kommen als zu Verbesserungen. Es scheint auch die FDP vollkommen zu ignorieren, was zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und der Liga vereinbart worden ist im Hinblick auf die Betreuung von Kindern mit Behinderungen in Kindertagesstätten. Wir haben eine Vereinbarung, die regelt neben anderen wichtigen Voraussetzungen, die zur gemeinsamen Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung notwendig sind, Näheres zur Anzahl der Kinder mit Behinderungen pro Gruppe. Eine zusätzliche Regelung, wie in dem Gesetzentwurf vorgeschlagen, ist überhaupt nicht sinnvoll. Denn bereits jetzt sieht eine Vereinbarung vor, dass nicht mehr als 2 Kinder mit Behinderungen in Krippengruppen aufgenommen werden sollen. Die sogenannten integrativen Gruppen, bei denen wir 5 Kinder mit Behinderungen mit maximal 10 Kindern ohne Behinderung haben, und die Arbeit in diesen integrativen Gruppen sich ausdrücklich bewährt hat im Sinne von Integration, wäre nach der Auffassung oder wenn der Gesetzentwurf der FDP Realität werden würde, nicht mehr möglich. Weil nämlich nur, ja, natürlich, in dem Gesetzentwurf steht drin, Kinder mit Behinderungen
dürfen in einer Gruppe nur mit maximal 3 Kindern sein. Nein, 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 nein. Das ist ein klarer Regelungstatbestand und keine Ausnahme an dieser Stelle. Insofern ist es nicht sinnvoll. Nein, Sie haben es nicht verstanden, was Sie geschrieben haben. Das kann halt manchmal passieren. Das kann ja manchmal passieren, Herr Kollege Rock. Das ist ja nicht schlimm. Deswegen bin ich ja hier, um es Ihnen zu erklären, was Sie eigentlich an dieser Stelle geschrieben haben. Es ist an der Stelle relativ einfach. Es ist relativ einfach. Wir können, nein, 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 das hat auch gar nichts mit Demut oder Sonstigem zu tun, sondern es hat damit zu tun, es hat, nein, es ist auch nicht respektlos, sondern, Herr Greilich, ich habe gelesen, was Sie geschrieben haben, und erkläre Ihnen, welche Wirkungen das hat. Ja, ja, der Herr Rock, der versucht, das mehrfach zu erklären, deshalb weiß ich schon. Er wird dann auch im Übrigen erklären, was eine landesweite Planung beinhaltet. Und er wird mir erklären, was das bedeutet für Kindertagesstätteneinrichtungen, weil aus gutem Grund, und das ist halt schlicht und einfach der Fall, Kinderbetreuung ist eine kommunale Aufgabe, und sie wird auch in Zukunft eine kommunale Aufgabe bleiben. Und der Bedarf wird vor Ort festgestellt. Das liegt daran, habe ich viele Eltern, die einpendeln, weil ein größerer Arbeitgeber da ist? Habe ich besondere Strukturen? Ich muss meinen Bedarf dementsprechend anpassen. Das kann weder eine Landes- noch eine Bundesplanung machen. Deswegen auch immer mein Petitum. Wenn Zuschüsse des Bundes verbunden sind mit bundesweiten Planungen, wird das Land Hessen nicht mitmachen, weil wir landesweite Planungen nicht machen. In Bad Karlshafen ist die Situation anders als in Darmstadt, und in Fulda ist sie anders als in Lorch. Und wer meint, mit einer landesweiten Planung das regeln zu können, der liegt falsch. Und das ist an dieser Stelle auch ein Eingriff in kommunale Selbstverwaltung. Das Nächste ist die Fragestellung von Qualitätspauschalen. Ich wundere mich schon, dass man nicht feststellt, auch nach dem Evaluationsbericht, dass die Verdreifachung bis zum Jahre 2020 die Träger vor Möglichkeiten stellt, die bisher ungenutzt gewesen sind. Und wahrscheinlich ist Ihnen auch nicht an dieser Stelle bekannt gewesen, dass im Rahmen der Qualitätspauschalen die qualifizierte Schulvorbereitung ein Bestandteil der jetzigen Förderungsnotwendigkeiten sind, damit man eine Qualitätspauschale bekommt. Wir haben in unser Fortbildungsmodul und in unserem Bereich BEP alles, was in der QSV gewesen ist, reingesetzt. Herr Minister, ich muss Ihnen an die Redezeit der Fraktionen erinnern. Ja, das ist ein langer Gesetzentwurf. Den muss man dann halt denjenigen, die ihn geschrieben haben, erklären, was sie damit anfangen. Deswegen muss ich das noch ein bisschen ausführen an dieser Stelle. Da muss man eben an der Stelle noch einmal daran erinnern, was zum damaligen Zeitpunkt zur qualifizierten Schulvorbereitung geführt hat und welche Kosten damit verbunden waren bei 30 Modellversuchen. Das war der Abfangjäger gegen die Kinderschule. Das war der Abfangjäger gegen das verpflichtete Kindergartenbesuch für Kinder. An dieser Stelle, das ist alles natürlich landesweit dirigistisch geplant, passt aber eigentlich nicht zur FDP an dieser Stelle. Und ein letztes noch, was die Fragestellung des Kinderbetreuungs- und Bildungsberichts anbelangt. Kein Bereich ist so gut mit Daten bestückt wie dieser Bereich. Und kein anderer Bereich hat eine so gute Datenanlage, weil eben die Einrichtungen zu Stichtagen Daten liefern müssen, die bundesweit erhoben werden und die dann auch veröffentlicht werden. Beispielsweise, und ich gehe einmal davon aus, dass er Ihnen bekannt ist, umfasst der Bericht Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege in Hessen vom Stand 1. März 2017 69 Seiten an Daten. Ich denke, das reicht. Wenn man es liest, muss man sagen, warum dann die Forderung eines weiteren Berichtes? Vor dem Hintergrund ein Schnellschuss, der Versuch, auf einen fahrenden Zug aufzuspringen. Der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen, der morgen beschlossen wird, ist derjenige, der in die richtige Richtung weist. Dieser Gesetzentwurf geht vollkommen in die Leere. Vielen Dank, Herr Minister Grüttner. Von der FDP-Fraktion hat sich noch einmal Kollege Rock zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Herr Minister Grüttner, Sie sind ja berühmt berüchtigt für Ihre Auftritte im Hessischen Landtag,
die in der Regel ja immer von großem Respekt und Zugewandtheit geprägt sind. Das war heute allerdings eine Krönung. Und ich verstehe ja, dass Sie so reagieren. Ich verstehe das ja. Wer die Anhörung Ihres Gesetzes erlebt hat und die globale Kritik aller Betroffenen an ihrem Gesetz erlebt hat, der die Liga der freien Wohlfahrtspflege, die Pressekonferenz erlebt hat mit einer klaren Ablehnungsbotschaft. Ich verstehe, dass Sie stinksauer sind. Ich verstehe, dass Sie überlegen, Sie geben 310 Millionen € aus, und Sie kriegen dafür kein Kompliment, sondern Sie werden von oben bis unten mit Kritik überschüttet. Und dass Sie das jetzt an uns auslassen, das müssen Sie mit sich selbst ausmachen. Und dass Sie deshalb eine unangemessene Kritik erüben, darum will ich trotzdem noch einmal klarstellen, Herr Minister Grüttner, wir haben drei Gesetze zu dem Thema Kita eingebracht. Natürlich, wenn wir sehen, dass es Anhörungen gibt, dann nehmen wir das auf, was aus den Anhörungen sich ergibt. Und es wäre für Sie unfassbar vielleicht interessant, dass Sie auch einmal aufnehmen, was Sie in Anhörungen hören. Dass, wenn die versammelten Fachleute Ihnen etwas erklären, dass Sie dann auch sagen, die könnten auch recht haben, dass Sie das überhaupt einmal wahrnehmen. Und wenn Sie einmal von Ihrem Ministeriumssitz aufstehen und nicht nur irgendwelche bunten Broschüren lesen, sondern einmal, wie ich das gemacht habe, vor Ort bei den Kita-Leitungen vorsprechen, mit denen einmal sprechen, und wie viele Kita-Leitungen ich erlebt habe, die eben nicht freigestellt waren oder die auf Kosten der normalen Personalbemessung freigestellt waren, nämlich nicht obendrauf, sondern gesagt haben, du hast zwar eine Freistellung, aber es geht von der Gruppenarbeit ab, dass das regelhaft vorgekommen ist. Und dass Sie, wenn Sie mit den Leitungen sprechen, dass Sie gar nicht die Möglichkeit haben, die Qualitätspauschale so einzusetzen, wie Sie es darstellen. Aber die Krönung, lieber Minister Grüttner, die Krönung, was Sie hier zur qualifizierten Schulvorbereitung gesagt haben, das zeigt, dass Sie sich mit dem Thema überhaupt noch nicht auseinandergesetzt haben. Und diese billige Polemik mit dem Thema Kinderschule, diese billige Polemik, die können Sie weitererzählen. Machen Sie. Es geht am Thema völlig vorbei. Wissen Sie, was das Besondere ist bei der qualifizierten Schulvorbereitung? Sie haben doch in Neu-Isenburg mit mir gemeinsam sogar so eine Einrichtung besucht. Und Sie haben damals in der Kita gesagt, dass Sie das für toll halten und gut und dass das weiter gefördert werden soll. Das war vor der letzten Wahl. Das weiß ich noch ganz genau. Da haben wir beide zusammen in Neu-Isenburg in der Kita, in der war ich übrigens noch einmal. In der war ich nämlich vor wenigen Wochen noch einmal. Und wissen Sie, was die gesagt haben? Sie sind von dieser Landesregierung enttäuscht, weil sie die Finanzierung und die Unterstützung dieser qualifizierten Schulvorbereitung eingestellt haben. Sie haben das eingestellt. Und wissen Sie, was das Besondere ist? Und was so das Besondere der qualifizierten Schulvorbereitung ist, dass es Deputatstunden für einen Lehrer gibt. Zwei Deputatstunden gab es bisher. Das würden wir gerne auch ein bisschen, wäre sogar die eine oder andere Stunde mehr, die da vorgesehen sein könnte. Und da geht es nicht darum, dass da Lehrer jetzt Unterricht in der Kita machen. Zwei Deputatstunden, um diese Zusammenarbeit zwischen Kita und Schule zu organisieren. Und alle, die da mitgemacht haben, alle Standorte, die ich besucht habe, ich war bei mindestens der Hälfte dieser Standorte, haben alle gesagt, das ist super. Und zwar die Grundschule hat das gesagt und die Kita. Und wissen Sie, warum? Weil die Lehrer von den pädagogischen Erfahrungen der Erzieher profitiert haben und die Erzieher davon profitiert haben, zu erfahren, was ist das eigentlich, worauf es ankommt, was wir den Kindern mitgeben können, damit sie es nachher leichter haben. Die haben gemeinsame Fortbildungen gemacht. All das dient unseren Kindern und deren besseren Übergang in die Grundschule. Und das ist ein hervorragendes Modell, das hervorragend evaluiert ist. Und Sie haben es eingestellt, Sie haben es kaputt gemacht. Und scheinbar haben Sie noch nicht einmal erkannt, wo der Mehrwert dieses Modells war. Vielen Dank. Danke schön, Herr Kollege Rock. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP, Drucksache 19/6283, zusammen mit dem Antrag der FDP, Drucksache 19/6288, in den SIA.